Manchmal reizt es mich, eine mir völlig unbekannte Gegend neu zu erkunden. Wie man kaum 30 Minuten von einer Millionenstadt an einem schönen Sonntag für Stunden völlig allein im Wald Erholung finden kann, das erfährst du in diesem Video. Ja, Bello, man mag es kaum glauben, aber es gibt da Gegenden, wo ich noch nie gewesen bin. Und darum machen wir uns heute auf in Weißenbach an der Triesting in Richtung der Ludwigshöhe. Aber nicht da, wie hinter mir ein Wegweiser beschrieben, sondern auf ein bisschen einer größeren Runde. Und da nehme ich euch einfach mit, weil sonst stehen wir die ganze Zeit in der Kühe nochmal drum. Genau. Ja, wenn man sich nicht bewegt, ist der Wind ziemlich kühl, gell? Mhm. Man kann Weißenbach an der Triesting mit der Bahn sehr gut erreichen. Wenn man ein Auto kommt, da ist die Mittelschule zu sehen und da gibt es da drüben einen Parkplatz, einen großen LKW drauf. Da kann man parken. Und da gibt es Parkmöglichkeiten, aber nachdem das ein Rundweg ist, ist es ziemlich wurscht, wenn man anfängt, gell? Die haben über eine witzige Bankerl. Ja, die haben überall die Bank auch gesperrt, gell? Ja. Ludwigshöhe in 50 Minuten, na gut. Kühlberg und Ludwigshöhe. Und wo ist der Kühlberg? Ja, der ist davor. Beim Anstieg zur Ludwigshöhe geht es gleich ordentlich steil zur Sache. Weil unsere Trekkingstöcke leichtsinnigerweise zu Hause geblieben sind, haben wir uns gleich auf den ersten Metern ganz traditionelle Wanderstöcke besorgt. Ja. Da geht's gleich knackig los, gell? Wahnsinn. Ja, noch sehr steil im Beginn im Graben. Kann sich der Weg dazu durchringen, dass er Serpentinen einschlägt, gell? Aber man darf sich nicht beklagen, gell? Markiert ist vorbildlich. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, viel zu gehen. Bald wird der Steig durch zahlreiche Serpentinen deutlich angenehmer, doch er bleibt nicht ganz ohne Hindernisse. Da wird es felsig, schau. Ja. Wieder ein Pfeil. Diese ganzen kleinen Steige sind alle angelegt worden von den Bechern, damit sie zu ihren Bäumen dazukommen. Wenn man da schaut, die sind auch alle geritzt worden, bzw. die Rinden entfernt. Da sind wir schon weit herum, gell? Ja. Ja, wirklich ausgesetzt ist da nirgends, gell? Aber man darf sich schon ein bisschen bemühen, dass man nicht stolpert. Du musst aufpassen, dass du mit dem Stock nicht hängen bleibst, gell? Ja, ich weiß. Da kannst du wirklich Wald baden. Ja. Kann man den nicht ein bisschen hochheben? Kannst du noch nicht auf Seiten drücken? Nein, der ist mir zu schwer. Ich versuche ihn einmal zu heben. He? Danke. Bitteschön. So. Also, der Weg wurde entastet. Dankeschreiben bitte an meine E-Mail-Adresse. Ich hab gesagt, danke, brauche ich nicht schreiben. Ja, hast recht. Bella legt ein gutes Tempo vor. Sind wir schon fast oben am Kühlberg. Aber ich darf dein Alter nicht erwähnen, um die Leistung zu würdigen. Nein. Also belassen wir es dabei, dass Bella in einer Altersklasse antritt, in der es keine Konkurrenz mehr gibt. Ja, die Stöcke mögen manchen arg altvaterisch und rustikal erscheinen, aber sie tun durchaus ihren Dienst, wenn man seine Wanderstöcke zu Hause gelassen hat. Das will ich jetzt aber sehen, was das dort ist. Ich bin eh nicht neugierig, ich muss nur wissen. Da ist ja nur ein Stein oben, glaube ich. Ja. Aber das möchte ich trotzdem wissen. Ein alter Ansitzbock. Dieser Stein da ist die Anhöhe des Kühlbergs. Gratuliere, Bella, bergfrei vom Kühlberg. Bergfrei. In 33 Minuten mit allen Filmen und allen Drum und Dran. Ja, des Kühlberges wegen werden ja die allereifrigsten Gipfelsammler da aufsteigen. Aber wir haben ja noch was auf unserer Tour. Ja, wiederum ist das ein Tipp für die Leute, die die Einsamkeit lieben. Wir haben da einen schönen Sonntag. Anhaltendes Schönwetter, angenehme Temperaturen und keine Menschenseele. Aha. Abseits des Weges verspricht es ein bisschen Aussicht. Na, schauen wir hin. Na schau, sieht man ins Triestingtal hinunter mit einem schönen Blick auf den Hundlindkogel. Kann man aber gar nicht satt sehen an diesen lichtdurchfluteten Schwarzkiefernwäldern. Ja, weil es so schön grün ist im Frühjahr, gell? Ja, es ist der Unterwuchs da, weil die Bäume nie wirklich dichtes Kronendach bilden. Also zum Wandern ist sowas schon wirklich eine attraktive Gegend.
Auch ganz ohne irgendwelche Orgen-Highlights, gell? Schau, Ludwigshöhe, das Schild. Vor dir, vor deiner Nase. In gelb markiert, da gehen wir jetzt hin, oder? Ja, ach, da haben sie blau markiert. Ludwigshöhe. Das ist schon. Ja, das ist schon. Ja, schon. Mehr Höhe als das gibt es noch. Aber ob des verheißungsvollen Namens wegen einer schönen Aussicht auf die Ludwigshöhe heraufkommt, wird etwas enttäuscht sein. Man findet einen geraden Platz zum Wildcampen, das ist aber auch schon alles. Ja. Und das ist natürlich strengstens verboten, wie wir alle wissen. Naja, Bella, jetzt wissen wir, warum da keiner herkommt, weil da gibt es nämlich auch nichts zum sehen. Genau. Außerdem, Bella, hervorragende Leistung. Ludwigshöhe mitfilmen und entsprechenden Pausen erklommen in 40 statt 50 Minuten. Aha. Ja, da schaust, gell? Und das wäre was, was dieser Stein zu bedeuten hat, dann schreibst du mir das bitte in die Kommentare. Ich muss mir jetzt als Banause outen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, da hat man am Blechtafeln sehr gespart, gell? Dafür hat man es mit weißer Farbe gemacht. Nach Bottenstein geht es da entlang der gelben Markierung. Dass da das Gras im Bestand wächst, ist so nett, gell? Ja. Bottenstein, Ludwigshöhe, Weißenbach, aber da wollen wir noch nicht hinunter, das ist uns noch zu früh. Das sind jetzt da allerdings Raben, was man da gehört hat. Wir kommen jetzt dann demnächst zum sogenannten Urhauswald und zu einem Kreuz. Und dann gehen wir nicht weiter Richtung Bottenstein, sondern halten uns am Höhenzug dann rechts und schauen, dass wir wieder einen Weg nach Weißenbach zurückfinden. Die Wegweiser und Markierungsinfrastruktur überwiegt die Besucherfrequenz bei Weitem. Das ist heute eine Geburtstagstour. Ja. Mehr oder weniger. Aha, langes Tal. Das ist aber auch noch das zu frühe Tal. Aha. Wir sind eigentlich noch nicht beim Urhauswald, der kommt da gleich. Schau, da vorne ist das Kreuz, was ich gesagt habe, im Wald schon zu sehen. Dieses Bankerl ist nicht gesperrt, aber sehr windschief schaut schon aus. Das gehört schon gesperrt. Ob das noch betriebssicher ist? Urhauswald, da gibt es sehr wohl ein Schild. Aha. Da ist zum Gruppbauer und nach Hohenwart. Da wollen wir hin. Sitzen magst du nicht, oder? Wer will schon sitzen, wenn er auch gehen kann? Ne? Aha. Ein Schlammbad nehmen, hm? Das ist für die Wildschweine. Aha, genau. Ja, geh. Ja. Das ist vermutlich eine Instruktion. Das gehört ein Geh. Nein, wir sollen gehen. Ach so. Ganz unmerklich geht es da bergab mit uns, gell? Ja. Naja, wir müssen ja wieder mal hinunterkommen. Ich schaue ja schon so heruntergekommen aus. Na, der Arbeitseifer der Markierung ist bemerkenswert, da gell? Ist eine blaue Markierung. Ja, da hat man die ganze Zeit fast Aussicht. Aber nur fast. Ein Sattel ist da erreicht. Ja, ist wieder bergauf. Ja, sonst wäre es ja kein Sattel. Schau wieder, da gibt es die Markierung äußerst mitteilsam, gell? Ja, hinunter. Ich habe schon die ganze Zeit das Gefühl, dass es mit uns bergab geht. Man glaubt ja manchmal, das macht die Gegend aus reiner Bosheit. Ah ja, neue Wegweiser, schau. Nach links ging es auf den Grabenweg, nach rechts nach Weißenbach an der Triesting. Ja. Und nach voraus
geht's zum Grubbauer. Also Bello ist Einigkeit hergestellt. Wir wollen nur in Richtung des Grubbauer weitergehen und dann biegen wir auf den Nordalpenweg, auf den 01er ab. Und also dann weiter der blauen Markierung folgen. Ja, wer das faul ist und nur in Richtung des Grubbauer weitergeht, der muss noch eine kleine Anhöhe gewinnen. Ja, visuell nicht sonderlich attraktiv, olfaktorisch sehr wohl. Riecht gut da, wenn so frisch geschlagenes Holz ist, vor allem die Kiefern. Was soll uns dieses O da sagen? Hä? Achso, das ist die Base. Entschuldige. Spannend. Sehr spannend. Da kann man blau im Gras fahren, schau. Das ist ein Kreisverkehr. Ja, das ist ein Waldkreisverkehr. Ich wäre jetzt in der Erwartung, dass da bald die Aufzeichnung ist. Dann muss schon demnächst das Kindtalkreuz kommen. Den Kreisverkehr, den hat er vorher nur angelegt, damit er das Holz im Gras spazieren führen kann, damit ihm nicht langweilig wird, was da im Wald liegt. Gell? Schaut, das ist ganz ungewohnt. Die ganze Zeit über haben wir fast nur Schwarzkiefer gesehen. Aber da ist einmal der normale Waldkiefer zugange. Der Eiche, da geht es nicht mehr hundertprozentig gut. Ja. Da ist auch was bald. So da, kurz vor dem Kindtaler Kreuz, die Abzweigung. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was da draufstehen wird. Weißenbach Neuhaus Bahnhof, Weg 201 in 50 Minuten. In die andere Richtung, Rotes Kreuz, Hohenwart, Gasthaus, Jagersitzer. Hm? Spannend. Ja, wer in Hoffnung auf ein Bankerl zum Hinterkreuz absteigt, vielleicht für 2 Minuten, der steht fest. Leider, es gibt kein Bankerl weit und breit nicht. Ja, also in Ermangelung eines Bankerls am nahen Hinterkreuz begeben wir uns also auf unseren Rückweg nach Weißenbach hinunter. Gut markiert, weil der 201 ist nämlich gleichzeitig auch der 01 und der 01 ist ja bekanntlich der Nordalpenweg. Und wenn der nicht gut markiert ist, dann ist gar nichts. Aber das ist ordentlich hoch geworden, hä? Ja. Bist du nah, weißt du, auch wenn sie ihre Energie in 2 Stämme investiert hat. Und schau, so das Totholz, was da drüben steht, das meinst du, hätte man früher aus dem Wald geräumt. Ja? Das ist die Frage, ob es früher besser war. Ne? Die Löcher zeugen schon davon, dass da irgendwer Interesse an dem Holz gehabt hat. Ne? Tatsächlich blühender Bärlauch, gell? Spät im Jahr, gell? Ist doch schon Ende Mai inzwischen. Wenn man sich auf die Schönheit im Kleinen einlässt, gibt es auf so einer einsamen Tour viel zu entdecken. Interessante Wuchsformen, Spuren uralter Bewirtschaftung, historische Wege. Falls du sowas auch in deiner Gegend kennst und einen Tipp für mich hast, dann schreib es mir doch gerne in die Kommentare. Bis daher kann ein Jäger fahren, sonst kann er einen Piff-Paff-Fuch machen. Da kann ja gehen auch der Herr Jäger. Ja, ja, weil es erlegte Viech, die will es auch, kann er sich dann nicht am Bugel schnallen. Weil er sich einen Leiterwagel nehmen. Der hat ja einen Leiterwagel und das frisst Benzin. Und das kommt unerwartet: Straßenbeleuchtung und Asphalt. Hm? Das sind offensichtlich schon die Ausläufer von Weißenbach. Papa Wanderstöcke, möge die anderen Leuten gute Dienste leisten. Papa Wanderstock. Aber super, muss ich sagen. Weil ich bin mir hin und da sehr gut gegangen mit ihm. Historische Wege und bedeutende Wege. Nordalpenweg 01. Ja, jetzt koffern wir halt wieder zurück zur Schule und zum Auto. Am Asphalt, was keiner mehr braucht, gibt es ein Bankerl. Und das ist auch betriebsfertig. Ich bin magisch angezogen von dem Spiegel da.
Darum rede ich ja so, weißt? Ja, ganz sicher nicht magisch angezogen bin ich von den letzten paar hundert Meter Asphalt, aber das ist in Siedlungsnähe halt tatsächlich nicht vermeidbar. Da vom Asphalt herunter. Ah, da ist die Markierung, schau. Versteckt. Sehr versteckt. Ja, na glaubst du, heißt da einen Kilometer langen Asphalt hat schon auf, wenn es unbedingt sein muss? Ich bin das eh gewöhnt von Krems. Nur weil du Kummer gewöhnt bist, musst du dich nicht unbedingt nicht aufhalten, oder? Ja, da hast du recht. Das Vergnügen des Waldsteigers wird nur kurz, aber immerhin kein Asphalt. In Weißenbach dürft sich vom Ort nicht viel wegbewegen, dann habt ihr jede Menge Bankerl, die im Betrieb sind. Nur im Wald gibt es keine. Bottenstein, langes Tal, da wollen wir auch nicht hinein. Nein, da, gell? Ja, da wollen wir da weiter, ja. Der parfümiert da die Gegend, gell, mit seinem Brennholz. Ja, und mit Heu. Spurnase, da runter, schau. Siehst du das da? Ja, da, sicher. Wandern, bis der Arzt kommt. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir zum Arzt wandern. Na, ist ja gut. Ja, da sind wir also wieder von unserem Wegweiser nach 2 Stunden 30 auf einer schönen Runde. Was sagst du, Bella? He? Ja, kurz und schön. Gell? Ohne Rast über die Bühne gebracht. Wunderbar für Leute, die Erholung suchen und keine Highlights brauchen. Wald, Ruhe, gell? Genau. Kein einziger Mensch auf 2,5 Stunden, abseits der Siedlung auch nicht schlecht, muss man zuerst einmal haben in der Nähe von Wien. Ja, und damit hast du mit dem Vater dabei. Und ich bin Bello. Und vielleicht sieht man sich mal bei einer anderen Tour.